So, einen wunderschönen guten Tag hier aus Camp Blindwort und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Camp Blindwort, hab ich schon gesagt. Heute machen wir das zweite Video zum Thema BMW E30 oder E36. Welches Projekt wir am Ende bauen werden, Sascha, oder? Ja. Ja, den E30, die Resonanz war nicht schlecht. Ja, die war schon sehr viele, cool. Viele Komplimente. Ja. E36. Nein, ich sage nichts dazu. Ich wollte gerade sagen, was mein Favorit ist. Ja, oder welches von den beiden. Aber ich sage es nicht, weil sonst kann ich euch beeinflussen. Deswegen, ich behalte meinen Kommentar für mich. Aber schauen wir mal, was ihr da so macht. Ja, schau mal. Wir sind bei dem E36. Heute fangen wir mal von hinten an. Hört sich aber komisch an, ne? Auf dem E36 haben wir in dem schönen Limettengrün wie die neue M4-Serie gemacht, damit wir den besten Vergleich haben. E30, E36. Wie würde, ich sag mal, meiner Meinung nach, ja, der E36, wenn der heute produziert wäre, wie würde der aussehen? Ja? Ich habe da immer so eine eigene Theorie als M. XMM heißt das. So sieht's aus. So, jetzt sind wir hier, Achtung, bei der Heckansicht. Tschack. So würde ich mir den BMW E36 vorstellen, wenn wir den heute bauen sollten. Ja. Einfach nur wirken lassen, weil ich finde das Auto einfach nur sexy. Allein die Farbe, wie BMW schon bei den M4 gemacht hat, haben wir auch uns selber in M4 bestellt, auch in der Farbe mit babyblauen Sitzen. Und ich finde das einfach nur bombastisch. Hier zum Beispiel, ne? die Heckverbreitung ist ein kleiner Ausschnitt, ja? Was nicht Ausschnitt, sondern so eine Wölbung, dass das so schön quasi breit von hinten aussieht. Ja? Das sehen wir gleich auf anderen Bildern. Die Seitenteile. Ja? Natürlich hier ist da, wie bei dem Audi Coupé Projekt auch, hier haben wir den Bogen, diese Spannung, so schön gemacht, dass er sehr, sehr, sehr den Originallinien ähnelt. Ja. Yeah. Finde ich auch sehr schön. Designschweller. Also wir haben das Auto sehr, beziehungsweise das Projekt, sehr clean gehalten. Wir wollten nichts Verrücktes bei dem Auto machen. Was ausgefallen ist, sondern einfach als wenn der so von M mal unserer Meinung nach kommen könnte, ja, damals. Ja. Hier der Unterschied, einmal Serie mit den ganzen Leisten drumherum. Hier sind so Leisten, das Auto. Ich finde die nicht so schön, weil die das ganze Auto unterteilen irgendwie. Ja, sieht aus, als wenn du hier abschneiden kannst und nach quasi die obere Karosse rausnehmen kannst und halt den Wagen bauen kannst. Hier finde ich die Wölbung, so wie die Leisten verlaufen, ne, finde ich die Wölbung schöner, als wenn wir so Leisten einbauen, und zwar so. Ja, weil ich finde, das wirkt irgendwie von der Seite nicht schlecht, von vorne nicht schlecht, aber von hinten finde ich, das passt gar nicht zu dem Auto. Also besser, wenn wir hier eine Wölbung machen, statt eine Leiste. Also nicht die Leiste lackiert, sondern wirklich ein neues Teil dran? Gar kein Teil. Nur so eine Wölbung, quasi wie hier. Ja, siehst du die Wölbung hier? Ja, kannst du sehr gut erkennen. Das ist immer noch so eine Linienweiterführung, auch hier vorne auf dem Gottflügel. Aber es gibt die Leisten nicht. So oder so, weiß ich meine? Ja. Auch serienmäßig schon schwarz. Also die Leisten auf den Türen, okay. Ja, nur irgendwie sind die zu wuchtig für das Auto. So. So sieht der von vorne aus. Ja, erstmal etwas wirken lassen. Ja. Genießt den kurzen Augenblick, bevor ich weiter quatsche. Hier, ja, hier haben wir hier auch so eine quasi Einkerbung gemacht, wie der Blinker so weiter verläuft. Dann wirkt das Auto von vorne extrem, extrem breit. Wo wir bei dem E36 Projekt noch arbeiten werden, ist einmal die BMW-Niere. Wir machen die etwas größer und etwas moderner, das fehlt uns noch. Aber bei den beiden Projekten, wie bei dem E36, so auch dem BMW E30, zeigen wir euch erstmal die Basismodelle, also Basisumbauten von uns,
Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir haben uns entschieden oder ihr habt euch entschieden, den BMW zum Beispiel E36 zu machen, dann werden wir das Auto noch detaillierter ausarbeiten, ja, so Kleinigkeiten hier, Kleinigkeiten da, und dann das produzieren. Ja, nur zur Info. Also das sind so Basismodelle, wenn ihr vielleicht eine coole Idee habt, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, was auch immer, Motorhaube hier, Motorhaube da, bitte auch hier unten im Kommentar reinschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Was ich sehr schön finde, ist das Auto in Rot. Ja, nur, das weiß ich nicht, das haben wir gemacht, so eher schon so Rennoptik-Style, aber ich weiß nicht, da bin ich mir sehr unsicher. Ja? Da bin ich mir sehr, 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 sehr unsicher. Und was bei dem ersten Projekt nicht da ist, sind die Scheinverblenden. Ich finde die Scheinverblenden gar nicht so übel. Ja? Siehst du, da hat die nicht, Sascha? Ja, die Scheinverblenden. Mhm. Ja? So. Serie. So. Kann man das sehen, was der macht? Kann man das sehen, was der macht? Nee, das ist genau der so Tisch. Kleiner Teufel, ne? Wir haben einen kleinen Hund. Komm mal her, Fusselchen. Komm mal hier, mein Fusselchen. Wir haben einen kleinen Babyhund. Nein. Gleich rufen wir jemanden an über Skype. Das war er. Ja. So, das ist unser neuer Baby. Ja, das ist unser neuer Baby. So sieht's aus. Sehr schön. E36 geht weiter. Seitenansicht, ich finde das Auto sehr clean, sehr schick. Ist aber meine Meinung. Ne? Also bei der Front haben wir nicht zu viel gemacht, bei der Frontstange. Nicht, dass wir zu viel von der E36M-Variante abweichen. Aber ich finde das schon, kann sich sehen lassen. Ja? Also der Hund hat mir alles verstellt hier. Geht nichts mehr hier. Ach ja, das hast du ausgeschaltet. Das war nicht der Hund, das war ich. Hier haben wir eine kleine Wölbung gemacht an der Stoßstange, ja, dass man die Räder so ein bisschen mehr sehen kann. Ja. Natürlich ist das aber so ein bisschen übertrieben, dass die Felge zu weit absteht, aber ich finde das im Großen und Ganzen sehr, sehr hot, das Auto. Achtung, Chuck. Also, wisst ihr was, ich rede nicht so viel, weil ich finde, wenn ihr euch die Videos, die Animationen, die wir für euch gemacht haben, am Ende des Videos und die Bilder, vielleicht lassen wir die Bilder so einfach, jedes Bild 5 Sekunden einfach in Standby-Modus, ja, dass wir die reinschneiden, Sascha, dass man sich das wirklich, so, oder sogar 6 Sekunden, angucken kann. Machen wir. Ist das Video ein bisschen länger, aber dann habt ihr Zeit, euch das Auto im Ganzen anzuschauen. Ja? Weil ich finde, man sollte sich für sowas Zeit nehmen. Guck mal. Pff. Ja. Pff. Und Achtung, meine Lieblingsfarbe ist Rot. Scheibenkleister. In Rot finde ich das Auto sehr, sehr, sehr schön. So, Sascha, jetzt machen wir einen kleinen Capo an. Animation Capo an. Und bitte schreibt als Kommentar, welches Auto euch besser gefällt. BMW E36, BMW E30. Sagt Bescheid, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.